Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Haul, denn es hat sich mal wieder einiges angesammelt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Naja, also im Prinzip habe ich in dieser Kiste so einiges reingeschmissen, Dann habe ich noch ein paar Kartons. Oh mein Gott, das ist einfach zu viel und ich möchte hier so ein bisschen Ordnung wieder haben. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was zugeschickt bekommen. Das heißt, es ist teilweise auch nicht ein Haul in dem Sinne, dass ich das selber gekauft habe, sondern ein Neuzugänge-Video. Manche Sachen habe ich einfach so zugeschickt bekommen, denn ja, Impressumspflicht, ne? Dann hast du deine Adresse veröffentlicht und dann sieht die ein oder andere Firma die Adresse und schickt dir was zu. Und ja, ich starte aber einfach mal mit Produkten, die ich mir selbst gekauft habe. Da habe ich mir, ich glaube hier, das hier war bei Beauty Bay, ne? Bad Size Zodiac Water Palette von Melt Cosmetics. Das ist diese hier. Eigentlich ist es für Krebs, Skorpion und Fische. Ja gut, Julius ist Skorpion vom Sternzeichen her. Ansonsten passt es halt bei uns nicht so unbedingt. Doch, Papa ist Krebs. Vielleicht passt es doch so ein bisschen. Aber die Palette Zwilling fand ich jetzt für mich persönlich nicht ganz so schön. Das wäre dann ja Luft. Aber Water, oh mein Gott, guckt euch die an. Ich habe die noch nicht verwendet. Die wollte ich noch in Anwendung nehmen. Die sieht schon ziemlich cool aus, ne? Also manche Produkte hier aus dem Sammelsorium habe ich auch schon verwendet. Da kann ich euch dann auch in die Videos zu verlinken, ne? Also das kann ich euch im i verlinken oder so. Schaut da gerne einfach mal so mit offenen Augen dieses Video. Dann habe ich mir bei... ich mache das durcheinander, ne? Also ich mache jetzt, also weil ich habe das wirklich in die Kiste ohne Sinn und Verstand, glaube ich, reingetan. Von Pat McGrath Labs, das habe ich bei Douglas geshoppt. Das war total reduziert, diese Palette. Die neue Mothership müsste das eigentlich sein, oder? Oder Mothership Mega nennt sich die doch. Genau, Celestial Nirvana. Ich habe da schon eine andere von, die auch so super rabattiert war. Wenn ich sowas sehe, dann teile ich das auf Instagram auch super gerne in meiner Story, sodass ihr das sehen könnt. Das war aber irgendwie mitten in der Nacht, um kurz vor 12 oder halb 12 und die Aktion ging irgendwie nur bis um 12. Also guckt auf jeden Fall so sonntagabends mal bei Douglas rein und da haben die noch immer super viele Sachen reduziert. Also ich packe euch die Produkte, soweit ich das irgendwie hinkriege, auch in die Infobox. Mal gucken, wie viel Platz ich da kriege. Die habe ich noch nicht verwendet, die wird noch verwendet oder vielleicht habe ich sie zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung schon angewendet. Dann kann ich euch, wie gesagt, das dazu verlinken. Die sieht auch wieder relativ dunkel aus, aber was ich hier auch sehr cool finde, wir haben hier so einen sehr neutralen Part, also sehr, sehr alltagstauglich und hier so diese sehr bunte Geschichte dazwischen und ich mag bunt, ganz offensichtlich. Ja, schön, ne? Und die hat irgendwie, ich weiß nicht, war die um die Hälfte oder so reduziert? Das war schon krass, ne? Und da freue ich mich natürlich einen Keks. Noch eine Lidschattenpalette. Ja, wir machen mal. Wir starten mit den interessantesten Dingen. Die habe ich auch von Beauty Bay. Das ist von Made by Mitchell. Made by Mitchell, genau. Und die nennt sich Wear the Mangoes Press Pigment Palette. Super witzig. Und das ist halt eine sehr golden, gelbe, grüne. Das mag ich halt auch, ne? Das ist halt so richtig frisch. Regenbogen lässt grüßen. Ich habe noch keine gepressten Lidschatten von Made. Doch, klar habe ich die. Von Purish habe ich auch die ein oder andere verwendet. Hier die Milk und die, diese, ach, wie heißt du denn? Sehe ich da vorne. Die so ein bisschen aus, so Army-Style aussieht. Das könnte tatsächlich auch farbtechnisch ein bisschen ähnlich sein. Aber ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie die dann ist. Genau, weil die beiden haben mir auch sehr gut gefallen. Das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf. Cool, fällt mir gerade so ein. Nee, finde ich schön. Sehr große Fändchen, ne? Und bei Beauty Bay bekommen wir auch immer, das ist ja ein englischer Online-Shop, ne? Halt Sachen, die wir nicht unbedingt so in Deutschland kriegen. Und manche Sachen halt auch wirklich ein bisschen eher, was ich cool finde. Hier habe ich auch was von Beauty Bay und da wollte ich auch demnächst mal ein Fullface von machen. Und ey, wie geil ist das denn? Ey, bei Beauty Bay hat jetzt auch eine Glow Filter Foundation rausgebracht. 30 ml sind hier drin. Und da habe ich welche Farbe? BB101. Ich denke, dass es nicht so die ultimativ krasseste Deckkraft haben wird. Aber jetzt heute zum Beispiel habe ich auch zwei Foundations drauf. Da mache ich gerade einen Foundation-Test. Das sind auch eher so glowy Geschichten, die jetzt nicht so unbedingt schreien, hallo, ich bin eine Foundation, ne? Also das ist halt auch diese Tarte Maracuja Glow Juicy Bla und Clinique-Geschichte. Ich denke, dass das hier so ähnlich sein wird. Gibt es aber auch in verschiedenen Farben. Wobei hier glaube ich, doch, oder?
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, wie da die Farbrange war, muss ich gestehen. Ja, werde ich auf jeden Fall mit euch mal in einem Fullface bei Beauty Bay ausprobieren. Habe ich echt Bock drauf. Auch von Beauty Bay, das ist auch ein neues Produkt gewesen. Es ist, glaube ich, ein Liquid Blush in der Farbe Blooming. Die Verpackungen sind immer sehr einheitlich. Ihr könnt dort auch immer übrigens irgendwelche... ich kriege das Ding nicht auf. Irgendwelche Mystery Boxen und so finden, also sowohl von bei Beauty Bay selber als auch so ja ganz spezielle Boxen habe ich letztens auch mit der Sunrise Palette und so weiter, wo man halt genau sieht, was drin ist. Oder es, also so Bundles sind das dann, ne? Oder es gibt da auch von den Marken Mystery Boxen, da habe ich euch auch schon vorgestellt, mega interessant. Und diese Liquid Blush Geschichte ist natürlich jetzt auch ganz neu auf dem Markt und also nicht ganz neu, viele adaptieren das jetzt einfach aktuell, ne? Also viele haben das, ich weiß gar nicht, wer der erste damals war, passt jetzt gerade voll zu meinem Oberteil, oh, schick, schick. Okay, ja, auch das ab ins Fullface damit, denn ich finde, bei Beauty Bay hat schon sehr gute Produkte. Ich habe jetzt auch gerade von bei Beauty Bay in Kooperation mit Niki Tutorials die Palette auf den Augen. Die haben so eine geile Qualität, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist definitiv besser, meiner Meinung nach, als die damalige Qualität von BH Cosmetics. Also richtig, richtig krasse Qualität. Habe ich hier noch mehr, was ich dort gekauft habe? Weiß ich nicht. Komme ich vielleicht später zu. Hier habe ich noch ein Produkt, das ist jetzt von Beauty Mates bei mir wieder eingezogen. Das ist der Selbstbräuner Booster, den ich richtig gut finde. Habe ich aktuell auch wieder in Anwendung für meine Beine und kann ich euch einfach mega ans Herz legen, ne? Das ist für mich tatsächlich eine Herzensangelegenheit, weil ich finde, dass man einfach... Bei mir in der Familie gibt es sehr viele Krebsfälle und so und da kann man einfach versuchen, das zu vermeiden, indem man sich nicht pick in der Sonne packt. Also mega wichtig, Lichtschutzfaktor, und dann verwende ich einfach lieber einen Selbstbräuner Booster oder Selbstbräuner an sich, als dass ich durch die Sonne richtig gebräunt werde. Das ist einfach so meine Einstellung und ja, jemand in meiner Familie, die mir sehr am Herzen liegt, hat auch einen bekommen. Ja, muss ich jetzt nicht groß sentimental werden, das ist einfach ein wichtiges Thema, Leute, ne? Da gab es auch letztens bei uns einen Fall, dass da ein sehr nahes, enges Familienmitglied von mir nun mal Hautkrebs hatte und es ist nicht cool, gar nicht cool. Dann habe ich jetzt gerade auch im Gesicht von Clinique die Even Better Glow Light Reflecting Make-up Geschichte auf dieser Seite. Gefällt mir sehr gut, ist jetzt in meinem Foundation-Test mit drin. Habe ich in der Farbe CN10 Alabaster, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die jetzt gekauft habe. Und dann habe ich auch in dem Foundation-Test, die habe ich von Look Fantastic mir gekauft. Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Eine ganz tolle Foundation. 1N2 Vanille oder Vanille. Ich habe euch sicherlich eben schon das Video einmal verlinkt. Schöne Foundation. Kann man sich mal anschauen, definitiv. Das habe ich mir auch bei Look Fantastic. Da müsste ich gegebenenfalls gerade auch einen aktuellen Code haben. Claudi Welt, schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es meistens so 20% Rabatt auf die unreduzierten Sachen und auf die reduzierten Sachen bekommt ihr dann auch schon nochmal on top Rabatt damit, ne? Genau, und über die Links in der Infobox, wenn ihr darüber bestellt, das sind einige Affiliate-Links mit dabei, verdiene ich sogar eine kleine Provision, falls ihr mich supporten möchtet, damit ich mehr von diesen Hauls machen kann. Weiter shoppen gehen. Dann habe ich hier nämlich den Bronzer von L'Oreal gekauft, Infallible 24 Stunden Fresh Wear Matte Bronzer in der Farbe 250 Light. Den wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe den einen oder anderen Bronzer von L'Oreal da, aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es den hier gibt, obwohl der ja vor einem Jahr mega gehypt war. Da habe ich, glaube ich, ein Video von Maxim im Hinterkopf, wo der den irgendwie nass aufgetragen hat. Crazy. Joa. Von Iconic London habe ich mir die hier bestellt. Ich bin ja immer noch dabei, dass ich irgendwann mal ein Fullface Iconic London schminken möchte. Silk Glow Duo. Das hatte ich gesehen bei Chiquita's Place und das hat mir so gut gefallen. In der Farbe Rose Glow habe ich mir das bestellt. Also bei Look Fantastic ist es so, dass ich einmal im Monat Produkte zugeschickt bekomme und ansonsten kaufe ich mir halt super viel immer selber. Also ich bin halt auch einfach selber gerne dort Kunde und ja, die Verpackung ist sehr fingerabdruckanfällig. Oha, der Blush ist aber sehr hell.
Mal gucken, ob der bei mir sichtbar ist. Wobei, ich bin ja schon hell, ne? Und was ich positiv finde, der Blush ist matter, als ich gedacht hatte. Wobei wir auch schon Schimmer drin haben. Aber der Highlighter sieht mega aus. Ich muss demnächst unbedingt mal wieder ein Testvideo machen, wo ich die Produkte ausprobiere. Ich mag so gerne sowas, ne? So neue Sachen ausprobieren mache ich ja ständig. Aber es ist halt immer so, ich kann mehr als ein Video pro Tag hochladen, klar. Aber ich kriege das wahrscheinlich zeitlich nicht so unbedingt hin, das dann auch zu schneiden und so weiter. Das ist etwas schwierig, aber ich würde gerne noch mehr machen. Ich würde gerne, dass mein Tag irgendwie 48 Stunden hat und nicht nur 24. Ich liebe es einfach. Ja, auch von Laura Mercier habe ich mir bestellt das Real Flawless Luminous Perfecting Press Powder. Das ist, glaube ich, relativ neu. In der Farbe Translucent habe ich mir das gekauft. Das Under Eye Powder habe ich ja schon mit euch ausprobiert. Das ist hier, glaube ich, aber auch noch drin. Genau, Soft Blurring Powder für Under Eyes. Das habe ich schon mit euch ausprobiert. Hier ist nämlich auch nur die leere Verpackung drin. genau, und hier ist das gepresste Puder. War bei den Neuheiten aufgeführt. Also wenn das auch so gut ist wie das Under Eye Powder, dann feiere ich das hart. Wobei das hier natürlich auch, jetzt swatche ich doch was, ne? Ich habe eben mir gedacht, nee, machst du nicht, weil dann hast du nachher hier alles bunt. Oh, sehr schön. Fühlt sich sehr angenehm weich an. Das möchte ausprobiert werden. Ja. Ja, ja, ja. Und ach, Look Fantastic ist halt genauso wie bei Beauty Bay halt auch ein Online-Shop, der englisch ist. Ne? Also da ist es immer so, bei beiden haben die auch irgendwie Läger, die hier auch in der Nähe von Deutschland, also ich glaube entweder in Polen oder in Deutschland selber, sodass die Produkte super schnell bei uns zu Hause ankommen und wir halt kein Problem mit dem Zoll haben. Ja, deswegen finde ich immer total klasse. Dann habe ich auch noch mir den Natasha Denona High Glam Concealer gekauft und tatsächlich habe ich den noch gar nicht verwendet. Brightening and Hydrating Crease Proof Serum Concealer. Der war nämlich zum einen günstiger bei Look Fantastic und zum anderen, also mit Code halt, ne? Und zum anderen war der auch verfügbarer als bei Sephora. Deswegen habe ich den dort halt bestellt in der Farbe N2. Ich hoffe, das hat funktioniert mit uns beiden, denn ich habe bei vielen jetzt auch schon gesehen, dass sie sich den bestellt haben und die Farbe nicht so hundertprozentig gepasst hat. Der sieht nämlich gar nicht mal so passend aus. Ne? Der sieht recht grau irgendwie aus. Ja, ich weiß noch nicht. Also viele schwärmen natürlich von der Textur. Ich habe das jetzt bei Jenny's Highlight schon gesehen. Ich habe das auch schon bei Nathalie Nord Beauty gesehen. Nee, oh, guck mal, den siehst du nämlich gar nicht so sehr. Vielleicht ein Tick dunkel. Ich wollte nicht so viel swatchen. Was mache ich denn hier? Ich habe Bock drauf. Ich habe einfach richtig Bock drauf. Und ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen dann dafür da, dass ich halt neue Produkte hier teste und ausprobiere aus allen möglichen Preiskategorien, ne? Und euch dann sagen kann, ob die sich lohnen oder nicht. So, das hier habe ich noch nicht so ganz verstanden. Von By Terry Brightening CC Luminizer. Das war in dem PR-Paket von Look Fantastic nämlich mit drin. Highlighter soll das sein. Also ich persönlich habe das jetzt nicht so als weltveränderndes Produkt gesehen. Das wird noch das ein oder andere Mal ausprobiert, weil das halt so teuer ist. Und ich will, dass es funktioniert, aber irgendwie sehe ich da nicht wirklich was von in meinem Gesicht. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ja, habe ich nämlich in der Farbe 1 Universal Glow. Hat mich noch nicht so gecatcht. Von Revolution Pro, das habe ich euch auch schon vorgestellt. Ups, ist die Miracle Cream Supercharged Skincare. Genau, das ist als Primer ganz gut anzuwenden gewesen. Ich habe euch auch eben das Video mal verlinkt, ne, wo ich die Neuheiten von Look Fantastic ausprobiert habe. Finde ich ganz okay, die Creme, aber ja, möchte noch ein bisschen weiter verwendet werden. Ich persönlich finde sie jetzt wirklich schon nach ein paar Mal verwenden sehr stark parfümiert. Also das ist eben so das Ding, wo ich denke, ich achte ja sonst ganz gerne drauf, dass die Sachen nicht ganz so stark parfümiert sind, weil meine Haut so sensibel ist, ne? Naja, da muss die halt nun mal durch. Das habe ich mir jetzt auch neu bestellt, da bin ich auch so gespannt. Oh, ich bin auf alle so gespannt. Von MAC Skin Finish. Ich glaube, den habe ich bestellt bei Douglas oder war das auch bei Beauty Bay? In der Farbe Matt Light Rosy. Oh, Light Rosy? Echt? Das habe ich nicht gelesen. Aber wunderschön, dieses Packaging, ne? Sieht aber jetzt in Real Life etwas billiger aus als online. Das ist wie so Stoff hier drüber. Das ist auch interessant, ne? Also das ist nicht so uneben glitzermäßig, sondern das ist halt wie stoffbezogen. Das ist interessant. Okay. Für den Preis hätte ich gedacht, dass es ein bisschen schwerer wäre, aber okay. Und das ist halt ein richtiger Bronzer und nicht so Kontur.
Das wird auch noch ausgetestet. So viel, was ich ausprobieren will. Ja, dann habe ich, das habe ich euch letztens auch mal gezeigt, ich habe versucht, bei Instagram live zu gehen, da hat unsere Internetverbindung leider Ciao Kakao gesagt. Secret Garden Face and Cheek Palette von Catrice. Das ist eine komplette Creme-Palette und ihr bekommt die auch bei manchen Online-Shops noch. Also ich glaube, bei Purish hatte ich die letztens noch gesehen, bei Look Fantastic, ach Quatsch, bei Cosmetic for Less habe ich die, glaube ich, auch noch gesehen. Also schaut gerne da mal, falls ihr die verpasst haben sollt, denn die ist wirklich gut. Und sobald ich meinen Nabla Two Reasons Blush hier aufgebraucht habe, wird diese Palette auch in mein Project Pan reinwandern und die werde ich sowas von rocken, weil die so gut ist, das hat mir so gut gefallen. Also die wird spackig, keine Frage. Ne? Also das ist jetzt nach 2 Anwendungen schon so ein bisschen, dass ich mir denke, huch, ja, nö. Aber es macht einfach Spaß zu verwenden. Ja, hier ist der Bon von Rossmann, denn da habe ich halt auch noch bestellt. Da gab es dann auch hier die Limited Edition von Riva Loves Me, Take Me to the Beach, HD. Face and Body Bronzer. Den gab es ja auch schon ein paar Mal vorher, dass der dann auch nach Kokosnuss geduftet hat. Hier ist es jetzt mit einem zitrischen Duft eher und der ist auch ein bisschen heller als die anderen, die in den Limited Editions drin waren. Ja, zitrisch. Und was steht hier dran? Life isn't perfect, but your tan can be. Ach guck, ja, ist auf jeden Fall ein schönes Schätzelein, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Das ist halt auch relativ günstig. Und kommen wir jetzt schon zu Purish? Okay, nee. Da habe ich hier noch was von Rossmann, was ich bestellt habe. Und zwar Take Me to the Beach auch. Diese Eyeshadow-Palette, die habe ich auch verwendet. Die mochte ich auch gerne leiden. Da habe ich einen schönen Look mit hingekriegt. Und da habe ich auch sehr viele Komplimente von euch bekommen, denn ich habe danach noch ein paar Videos gedreht. Super easy in der Anwendung. Echt eine gute Palette. Ein schönes 5er-Palettchen hier, die mochte ich gerne leiden. Vor allem, was ich halt hier hart feier, ist, also den hier verwende ich einfach super gerne am unteren Wimpernkranz. Das ist halt super, um die Lidfalte zu verdunkeln. Der im Innenwinkel, der so ein bisschen übers komplette Lid. Und diesen Ton, den kann man sich halt auch richtig schön an den unteren Wimpernkranz geben. Dann leuchten die Augen halt noch ein bisschen mehr, ne? Vielleicht sogar so ein bisschen ins innere Drittel des unteren Wimpernkranzes. Klack. Doch, eine schöne Sache. Ja, auch bei Rossmann durfte ich hier für Sammy so ein paar Würstchen mit, ne? Ja, richtig toll. Und die habe ich halt hier oben, bei Sammy ist auch etwas hier oben und dann freut er sich. So, dann gab es mit dabei, als ich bei Look Fantastic bestellt habe, von Laura Mercier, diese Caviar Volume Panoramic Panorama Mascara. Mensch, mit 1 Milliliter, das ist halt eine kleine Größe davon, dass man das einfach mal ausprobieren kann. Fand ich auch ganz cool, dass ich das dann auch in dem Video verwenden kann. Eine Mascara, die ich von Purish gekriegt habe, die mich bei dem Video selber nicht ganz so überzeugt hat, war jetzt von Linda Hallberg die Infinity Power Lash Mascara. Fand ich nicht ganz so gut, muss ich leider gestehen. Nee. Und ich bin jetzt auch eigentlich nicht so der Ultra-Fan von Waterproof, wobei ich jetzt so in der wärmeren Jahreszeit das auch gar nicht so verkehrt finde, wenn man schwitzt oder wenn man halt viel so rumöselt, ne? Dann mag ich das ganz gerne auch ein bisschen was Wasserfestes drauf zu haben. Ja, ne? Ja. Hier ist übrigens die Mascara, die aus ihrer Verpackung gefallen ist. Ich kann euch ja auch mal das Bürstchen zeigen. Ich glaube, die werde ich noch ein bisschen ausprobieren, ob ich die jetzt behalte oder nicht. Aber ich fand die halt auch einfach, die hat zu wenig gemacht auf meinen Wimpern, ne? Die hat einfach zu wenig gemacht. Ja. Jetzt riecht sie nochmal dran, ist okay. Hat einfach zu wenig gemacht. Dann habe ich mir auch Nagellacke mitgenommen. Da muss ich nochmal mit den Nagellacken ins Gebet gehen. Denn ich habe leider nicht aufgepasst. Irgendeiner von diesen 4 Schätzeleins hat meinen Nagel nämlich verfärbt. Der gelbe hier war es nicht. Also der war ja, nee, der war es nicht. Das ist der Essence Drive Me Daisy. Den mochte ich auch gerne von der Farbe. Also so ein schöner zwischen Eierschale und ich werde mal leicht gelb. Hat der nicht sogar einen Schimmer mit drin? Weiß ich nicht. Ich dachte, der hätte auch irgendwie einen Schimmer mit drin gehabt. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, mag ich gerne leiden. Ja, Drive Me Daisy heißt die Farbe auch. Wo packe ich das jetzt hin? Da. Ich glaube, dass entweder der hier, doch, das war dann Altera, ne? Altera hat das nämlich schon mal gemacht, jetzt haben die es schon wieder gemacht. Dass ich halt den drauf mache und dann ist der Nagel darunter gelb, wenn ich den abmache. Ganz doof. Und zwar aus der Neantropic-Reihe ist das der Altera Naturkosmetik Nagellack mit Vitamin E. Die Farbe ist so schön, aber wie gesagt, der hat, glaube ich, den Stain hinterlassen in der Farbe 06 Grün. Tolle Farbe. Sieht für mich halt eher so türkis aus, ne? Also ist ein schöner Ton, aber da muss ich nochmal testen. Dann habe ich hier von Rival de Loop Feel Free Nail Color. Auch wunderschön. Dieses
richtig schöne, hellgrün, Apfelgrün, mag ich gerne leiden. Den hier fand ich extrem, den fand ich echt toll. Rival de Loop Feel Free habe ich hier in der Farbe, habe ich eben übrigens hier diese Farbe gesagt? Das ist 02 gewesen und das hier ist die Farbe 10. Ich glaube, das waren aber auch Limited Editions. Ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall auch richtig schön. Es ist hier alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich habe es angekündigt. Dann habe ich hier von Linda Harvey Cosmetics den Infinity Bronzer in der Farbe Luminous. Auch der sehr, sehr dezent. Nee, Always ist die Farbe. Sehr, sehr zurückhaltend. Und es ist halt ein richtiger Bronzer und kein Konturprodukt. Ne? Das heißt, man könnte sagen, dass er, also er ist halt sehr, sehr warm. Ne? Als ich den das erste Mal aufgetragen habe, habe ich mir gedacht, huch, nicht, dass mir das zu gelb erscheint, aber im Fullface am Ende hat mir das sehr gut gefallen. Muss man halt einfach für sich selber schauen. Gibt natürlich auch noch andere Farben. Ich habe mir jetzt eine relativ helle ausgesucht, aber ja, also ich mag den schon. Ich werde den natürlich auch gerne weiter verwenden. Das habe ich mir von Douglas bestellt. Pacifica Dream Moon mit Patchouli, Sandalwood und Pink Rose. Pink Rose hat mich einfach angesprochen, Leute. 29 Milliliter, das ist ein Parfum. Und ihr hattet mich darum gebeten, dass ich mehr von Pacifica teste. Aber ich glaube, da meintet ihr eher die dekorative Kosmetiklinie. Ich habe mir jetzt aber schon mal das Parfum bestellt, weil das ist einfach hübsch. Das ist doch hübsch. Guck mal. Ne? Komm, wir testen das auch mal. Ich habe heute jetzt noch kein Parfum drauf. Soll man nicht machen, das mit dem Drücken, ne? Immer schreibt es jemand in die Kommentare. Oh, das riecht toll. Oh, intensiv, schwer. Also passt irgendwie auch gar nicht so richtig zu dem Flakon. Ist aber auch so das Sandelholz macht das und das Patchouli natürlich. Hat diesen Hauch von orientalisch, aber auch süß und dieses Rosen. Oh, ich mag den Duft. Also hat auch, also ich mag den. Es erinnert mich an irgendeinen anderen Duft, Leute, aber ich weiß gerade nicht welcher. Ich muss das mal googeln, aber der hat. Schatz, sie bringt gerade Julius ins Bett. Huch. Der hat schon was. Der hat schon was. Ja, die Zähnchen ärgern den kleinen Mann gerade so ein bisschen, deswegen. Ja, haben wir den jetzt gerade erstmal ins Bett gebracht und ich mache jetzt einfach mal weiter. Auch von Revolution, Quatsch, beziehungsweise von. Look Fantastic habe ich mir bestellt. I Heart Revolution, das fand ich interessant. Mini Chocolate Shadow Palette in der Farbe White Vanilla Cream. So schaut das einmal aus. Es kommen ja auch immer mehr diese Quintette sind das ja, ne? Also Fünfer Paletten raus. Und das sieht sehr cool aus. Vor allem hier, guck mal, diese in der Mitte, ne? Dieser extreme Schimmerton. Das ist eher so ein Topper dann wahrscheinlich, ne? Das muss ich, das will ich. Ach Gottchen, das wird spektakulär. Nochmal was von bei Beauty Bay. Ein Cream Lipstick in der Farbe Southside. Der war, glaube ich, auch neu. Und ich mag gerne die Qualität von den Lippenstiften von bei Beauty Bay. Aber ich hatte bislang nur die matten. Die Creamy hatte ich noch gar nicht hier. Schöne Farbe. Riecht auch ein bisschen süßlich. Mag ich auch gerne leiden vom Duft her. Das finde ich auch richtig schön. Und die sind auch echt haltbar, muss ich sagen. Also auf jeden Fall die matten. Bei den cremigen muss ich, wie gesagt, nochmal schauen. Aber ich denke auch. Ne? Also das ist schon eine gute Sache. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was von Odin's Eye. Da habe ich mir diese Palette gekauft. Die habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Das ist eine Kombinationspalette. Also die würde ich nie alleine verwenden. Da würde ich immer zusehen, dass ich die mit irgendwas zusammen verwende. Ich habe mir die Töne wie folgt ausgesucht bzw. zusammengestellt. Das habe ich selber gekauft. Ich hatte ja Mystery Boxen von Odin's Eye und da waren diese Multichrome oder so Mono-Viecher drin. Und dann habe ich ja schon gesagt, oh mein Gott, die Qualität ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, welcher war denn da drin? War da Luke mit drin? Und weiß ich nicht. Also die ein oder andere Geschichte war da mit bei und Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So habe ich mir die selber zusammengestellt und es sind einfach so tolle Töne. Leute von heute, da kann ich wirklich, also mit jedem einzelnen davon kann ich einen Monolook machen und das ist einfach richtig toll. Eine ganz, 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 ganz tolle Qualität, aber es ist auch ganz, ganz, ganz toll, teuer. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr bei Odin's Eye bestellt, da gibt es von zum Beispiel von Angelica Nyquist, die hat ja auch mit Odin's Eye mal zusammen was rausgebracht, immer
Code, also ich glaube an Jeschka, also an Geschka, kann ich euch auch mal gerne in die Infobox reinsetzen. Das müssten dann immer 10% Rabatt sein. Da habe ich letztens nämlich auch bei Odensal wieder was bestellt. Schon wieder. Ist auf dem Weg zu mir. Und habe den Code angewendet und das ist immer eine ganz gute Geschichte, weil, ne, dann kriegt man noch mal ein paar Prozente. Ich nehme es auch immer ganz gerne mit. Und bevor ich mir irgendwas bestelle und wenn es nur eine Matratze ist, dann google ich erstmal und wenn ich dann einen Rabattcode finde, dann freue ich mir einen Keks. So, die Too Faced Italian Spritz Palette habe ich mit euch zusammen in einem Short ausprobiert. Die fand ich gut. Endlich mal wieder. Too Faced hat ja lange Zeit Lidschattenpaletten rausgebracht, die irgendwie immer gleich aussahen. Jedenfalls von innen, von außen immer wieder schön, aber von innen halt nicht. Und ich habe sie schon wieder in meiner Sammlung. Aber ich habe euch, wie gesagt, einen Short dazu gedreht. Hat mir sehr gut gefallen. Und endlich mal wieder hat Too Faced eine Palette rausgebracht, die mich richtig angesprochen hat. Und ja, sehr große Empfehlung von meiner Seite. Die habe ich, glaube ich, auch bei Beauty Bay bestellt. Linda Horburg, die Infinity-Palette habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Oder habe ich mir die bestellt? Nee, die habe ich zugeschickt bekommen. Und das ist halt eine Contour, Blush, Highlighter-Palette, die du, oder Eyeliner, also quasi, ne, oder Lidschattenpalette, die kannst du halt für alles Mögliche verwenden. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, freue mich, dass ich die jetzt auch in meiner Sammlung habe. Die gibt es, glaube ich, auch noch in einer dunklen Variante und auch in einer Schimmervariante oder so. Auf jeden Fall habe ich mir die reguläre bestellt. Dann die Natasha Denona Biber-Palette habe ich auch von Look Fantastic zugeschickt bekommen. Die habe ich euch gezeigt in meinem Full Face, wo ich meinen Geburtstagslook auch geschminkt habe. Die mochte ich auch sehr gerne leiden. Braucht man noch eine neutrale Palette in seinem Leben? Man weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall eine gute Qualität. Und wenn man noch gar keine da hat, ist es vielleicht eine ganz gute Geschichte, sich das anzuschauen. So, zwischen diesen ganzen Beauty-Geschichten mache ich jetzt einfach mal etwas, was ich mir bestellt habe von Danny, und zwar im Pelletier Verlag. Ist Kinder der Dunkelheit Höllenkreise rausgekommen. Das ist der zweite Band von Kinder der Dunkelheit. Ich habe mir zwei bestellt. Eins für mich mit einer persönlichen Widmung für Claudi und eins, was dann demnächst mal verlost wird. Also quasi in einem einem Verlosungspaket drin sein wird. Ich muss nur gucken. Genau, das hier ist auf jeden Fall das, was verlost wird. Und da hat Danny natürlich auch eine Widmung reingesetzt. Dann habe ich mir auch noch mit dazu bestellt eine Karte, und zwar eine Happy Birthday Karte. Fun Fact, dieses Paket kam an meinem Geburtstag an. Und da habe ich mir gedacht, na, hat Danny sich den Spaß gegönnt und hier was reingeschrieben? Nee, hat er nicht. Aber er hat mir anderweitig halt gratuliert. Und ja, hier habe ich eine Torte und ich verschenke sowas halt gerne. Und ich bin auch mal wieder demnächst dran, für eine meiner Freundinnen ein Geburtstagspaket zu organisieren, zu packen. Denn das geht bei uns in der Clique, bei den Mädels, bei den Zuckerpuppen immer so reihum. Und immer die, die vorher Geburtstag hatte, macht für die, die danach Geburtstag hat, das Geschenk. Und da habe ich dann hier schon mal eine Karte, wobei bei ihr etwas besser sowas mit Katzen passen würde. Ja, das habe ich auf jeden Fall bei Danny bestellt. Schaut auf jeden Fall gerne im Pelletier Verlag vorbei. Mit meinem Code bekommt ihr eine Autogrammkarte mit dazu und die könnt ihr super als Lesezeichen zum Beispiel verwenden, wenn ihr möchtet, und ich bekomme dadurch eine kleine Provision. Und natürlich schaut gerne vorbei und schaut euch meine Bücher an. Hallo Mr. Bauri ist mein Schwangerschaftstagebuch, was ich geschrieben habe, was am 1.1. diesen Jahres rausgekommen ist. Und letztes Jahr zu Ostern kam Sammy endlich ankommen raus. Das ist mein Buch über die fiktive Vorgeschichte von Sammys Zeit auf der Straße, warum er so ist, wie er ist, jedenfalls warum, also ich habe mir das so überlegt, das ist halt fiktiv, ne? Aber auch sehr schön geschrieben, manchmal etwas traurig, aber auch sehr viel zum Lachen mit dabei. So, dann habe ich, unverhofft kommt oft, ein Paket zugeschickt bekommen von der lieben Judith Williams. Also da war ich sehr erstaunt drüber. Das Vitamin C Serum habe ich tatsächlich letztens auf dem Mädelsabend schon einer Freundin mitgegeben. Das ist das Vitamin C Plus Glättung Ebenmäßigkeit Serum Konzentrat. Vitamin C, also die ganze Reihe ist Vitamin C, ist halt super dafür da, um so die Haut auszugleichen, ein bisschen aufzuhellen, Pigmentflecken so ein bisschen auszugleichen und Pickelmale so abzuschwächen. Und ich kann euch auch Vitamin C mega empfehlen im Sommer, weil ich habe mal gehört, dass Vitamin C, wenn du das verwendest, auch so ein bisschen die Wirkung vom Lichtschutzfaktor, den du danach aufträgst, erhöhen soll. Ja, und das funktioniert halt einfach also bei mir super im Gesicht. Ich verwende auch aktuell von Dalton das High Concentrate Vitamin C, was ich auch richtig gut finde, aber da kommen wir gleich zu Dalton. Hier habe ich nämlich auch noch ein kleines Abschiedspaket von Denise bekommen. Ja,
Ne? Da habe ich auf jeden Fall in dieser Reihe die, das Serumkonzentrat mit dabei. Dann habe ich hier auch noch mit drin drei weitere Produkte. Einmal ist das die Serum in Creme, also das ist einfach eine Gesichtscreme mit einem sehr, sehr coolen Spender, wo du halt drauf drückst und dann kommt oben das Produkt raus. Also finde ich eine ganz witzige Art und Weise. Ich habe das jetzt schon bei mehreren gesehen, die sich dann ein bisschen was von der Creme hochpumpen und dann halt auch ein bisschen Foundation reinmachen und das dann so aufs Gesicht auftragen. Also irgendwie so ein Hack auf TikTok ist das wohl. Dann habe ich hier auch noch die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. Ist eine gute Geschichte, könnte meiner Meinung nach etwas höher sein, denn ich verwende immer 50er im Gesicht, aber gut, besser als nichts. Und du hast ja auch einfach hier das Vitamin C mit dabei, was das Ganze auch noch unterstützt. Und die hatte ich letztens auch noch in der Box mit drin gehabt. Ich weiß aber gerade nicht mehr. War das die Beauty.at Box? Ich glaube schon, ne? Das ist nämlich die Augencreme. 90% reduzierte Augenringe, 89% reduzierte Tränensäcke. Ja, dafür ist Vitamin C auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, das ist jetzt einmal das Set von Judith Williams, was ich teilweise jetzt auch wirklich mal in Anwendung nehmen möchte. Teilweise wird es an Leute weiterwandern oder Menschen weiterwandern in meinem Umkreis, an die ich gerade auch so denke. Und teilweise werden die Produkte auch in Verlosungen weitergegeben. Ja, gleich habe ich hier noch so eine absolute Überraschung. Vorher, ey, lass das Ringlicht doch hier stehen, nur was ist das denn hier? Das ist Tetris, ich sag's euch. Vorher habe ich hier noch ein Paket von Dalton. Meine liebe Denise, das ist ja meine Ansprechpartnerin dort immer gewesen, ja, mit der ich auch 3 Jahre sehr toll zusammengearbeitet habe, die ist jetzt für die Liebe etwas weiter weggezogen und hat dann ihren Job abgegeben an die liebe Janine. Und Janine kenne ich auch schon durch Corfu und Malaga und so weiter. Also die habe ich schon öfters gesehen. Und ja, da freue ich mich auch mit ihr zusammen, das Ganze weiterhin zu rocken. Ich weiß nicht, ob ich aktuell einen Code habe. Wenn ja, blende ich euch den ein. Ich drehe das Video jetzt ein bisschen vor. Also immer, wenn ich jetzt irgendwie was Aktuelles hatte, ist das eh eingeblendet. Und da hat mir dann die liebe Denise ein paar sehr, sehr, sehr warme Worte geschrieben. Ach, mein letzter Versand an dich. Ach, ich werde ganz traurig. Und ein trauriger Smiley. Hm, ja, ja. Und dann noch ganz liebe Worte. Okay, so. Das ist so witzig. Und das ist halt ihr Abschiedspaket, ne? Hätte man irgendwas anderes erwartet? Nee, oder? Also ich habe eine... Ups. Huch, was habe ich denn jetzt umgeworfen? Okay. Mein Lipgloss ist runtergeflogen. Okay, erstmal habe ich ein Paket an Hydrogel-iPads bekommen. Das sind einfach so großartige Augenpads. Das erzähle ich euch immer wieder. Seht ihr auch in meinen Aufgebraucht-Videos. Ne? Die sind richtig, richtig gut, halten und rutschen nicht. Damit könnt ihr an der Decke über Kopf staubsaugen, sofern ihr es schafft, an der Decke über Kopf entlang zu laufen. Aber die halten richtig gut, das will ich halt damit sagen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Dann die neue Maske, das ist die Pink Splash Moisturizing Maske. Da hat sie mir ein paar von mit reingelegt. Teilweise werden die bei mir bleiben, teilweise werde ich natürlich auch die ein oder andere ins Verlosung, in Verlosungspakete so mal mit reinpacken. Ne? Mega. Genauso ist es auch hier mit meiner absoluten Lieblingsmaske. Also Pink Splash Moisturizing gibt euch Feuchtigkeit, hält super gut auf dem Gesicht. Richtig, richtig toll. Aber die ist einfach besser. Die ist natürlich auch ein bisschen teurer. Aber die Hydro-Lift-Maske, die gibt halt auch noch den Lifting-Effekt. Und die könnt ihr bis zu 3-mal verwenden. Und da habe ich halt auch ein paar bekommen, die wie gesagt teilweise hier bleiben, teilweise weiter wandern und... Die ist einfach großartig. Das ist meine liebste Lieblingsmaske. So, jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe hier auch noch Ampullen am Start. Ja, das sind einfach so tolle Ampullensets. Einmal habe ich hier das oder die Marine Selection Anti-Aging Ampullenset-Geschichte. Das ist mit der Extreme Lift, der Q10, der Caviar Deluxe, der Hyaluronic Urea und der C-Ampulle. Das sind auch meine wirkvollsten Ampullen, die ich bei Dalton halt habe, wenn ich sie verwende. Also am allerbesten finde ich natürlich die Caviar Deluxe Ampulle. Das ist so die Traumampulle überhaupt. Und ich habe noch nie so gute Ampullen verwendet wie die von Dalton. Kann man nicht anders sagen. Dann habe ich hier auch noch die Bye Bye Wrinkles Collection. Da haben wir drin die Caviar Deluxe Ampulle, die Anti-Falten, Anti-Wrinkle Ampulle und die C-Ampulle. Und natürlich die Oh Hey Hydration Geschichte mit der ja, Hyaluronic Urea haben wir hier drin, die Sleeping Beauty und die Stressless. So schaut das übrigens aus. Das ist schon schön zum Verschenken. Ne? Also wenn man mal so ein schönes Geschenk noch sucht für jemanden, macht man mit sowas auf jeden Fall eine Freude, weil das halt auch einfach hübsch aussieht. Dann habe ich hier Mineral
Care Med. Dry and Irritated Skin, Todesmeer Feuchtigkeitscreme zweimal. Einmal für mich, einmal für meine Mama. Genau, Dead Sea Salt, also mit totem Meersalz, ist es am Start, duftstofffrei. Und die wollte ich, wie gesagt, einmal für mich ausprobieren und einmal meiner Mama mal mitgeben. Denn meine Mama hat sehr empfindliche Haut. Und ich hatte ihr letztens auch eine gegeben von Dalton. Und ohne Flachs, ihre Haut hat sich wirklich dadurch verbessert. Und ich habe ihr gesagt, sobald sie leer ist, sag Bescheid, Mama. Hol dir nicht wieder irgendwas. Ich habe doch hier die Quelle am Start. Mama hat nämlich super sensible Haut. Aus der gleichen Reihe habe ich jetzt auch mal geholt das Tote Meer Duschgel und Shampoo. Das wollte ich einmal ausprobieren, um euch dazu was sagen zu können. Letztendlich möchte ich das aber super gerne meiner Mama geben, denn wie gesagt, die hat sehr, sehr empfindliche Haut, Neurodermitis halt, ne? Und ja, das ist halt einfach eine ganz gute Sache. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Dalton Duschgel und Shampoo hat. Und das ist halt in dieser Mineral Care Med Reihe. Dann haben wir hier auch noch drin natürlich Nachschub von meinem Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Das sind so Sticks, die kannst du bis zu 3-mal verwenden. Ich glaube, ich mache euch demnächst auch mal ein Video zu der Anwendung, wenn ich das nächste Mal einen Code habe. Weil danach hatten ein paar gefragt, dass ich das einfach mal auch in einem Video zeige. Ich habe das mal erklärt, aber nicht gezeigt halt, ne? Weil ich hier oben noch nicht ein funktionierendes Badezimmer habe und dann nicht dran denke tatsächlich. Muss ich aber dran denken. Meine sind nämlich fast leer, die ich unten habe. Und ja, dann habe ich hier auf jeden Fall Nachschub. Und ich habe jetzt auch immer mehr meinem Umfeld empfohlen, sich mit Enzympeelings zu beschäftigen, weil immer mehr jetzt auch sagen, oh, ich habe hier was, ich habe da was, Unreinheiten und so weiter. Ne? Oder auch meine Freundin, die schwanger ist zum Beispiel. Und da sage ich immer, Enzympeelings, Leute, das ist so geil. Also wenn ihr das unter der Dusche verwendet und dann rauskommt, ihr habt so eine geile Haut und die dann auch meinem Rat befolgt sind und dann auch das ein oder andere Mal was von mir ausprobiert haben, sagen dann auch, wow, richtig schön. Wichtig ist, nicht nur einmal verwenden, sondern regelmäßig. Ihr müsst eine Routine haben und eurer Haut immer wieder und wieder und wieder Liebe geben, damit die sich auch immer schön regenerieren kann und richtig toll werden kann. So, und als letztes habe ich hier in meinem extrem krassen Dalton-Paket, wow, oh ja, die Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion, die ist Hammer. Also die würde ich wahrscheinlich, also sehr sparsam verwenden, ne? Das ist halt so die Sommervariante der Body Lotion. Die haben ja auch die Body Spa Reihe, oh, mit dieser Body Butter. Die ist aber wirklich was für den Winter, ne? Aber das hier ist halt eher leichter und die mag ich auch sehr gerne im Sommer. Da hast du so eine tolle Haut von, das ist der Wahnsinn. Aber das, ey, wie gesagt, halt wirklich eine Sache, die ich dann für besondere Ereignisse mir dann immer gönne. Wow, Mensch Denise, mega. Hier habe ich noch ein dekoratives Täschlein und zwar hat Benefit mir wieder etwas zukommen lassen. Da bekomme ich ab und an mal Neuheiten zugeschickt oder vielleicht auch mal das ein oder andere Produkt, was schon etwas länger in deren Sortiment ist. Hier gab es jetzt mal wieder den Benefit Hoola Bronzer, den ich sehr, sehr gut finde, nach wie vor auch immer wieder in Anwendung habe. Ich habe den ja auch in meinen Benefit Paletten, in den Face Paletten, die ich mir selber mal gekauft habe, immer mal wieder auch so im Sale und so. Und liebe ich wirklich. Gerade im Sommer ist der Hoola Bronzer auch eine echt schöne Sache. Ich mag auch am liebsten tatsächlich den Hoola selber. Der Hoola Light ist selbst mir zu hell und der Hoola Glow ist mir zu glowy. Und ja, dann gibt es glaube ich auch noch den Hoola in dunkler. Ich weiß nicht, also die haben ihre Range auch schon so ein bisschen erweitert, ne? Ja, und das ist einfach der klassische Hoola Bronzer. Der wird aber demnächst einfach mal in der Verlosung zu finden sein oder in einem Mitgliederpaket weitergegeben, ne? Also der wird nicht bei mir bleiben, weil ich ihn halt schon da habe. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache jetzt im Sommer. Passt definitiv. Das war mal ein krasser Haul wieder, ne? Ihr wollt es, ihr liebt es, ihr kriegt es. Und hier ist alles halt mit dabei gewesen, sowohl selbst gekauft als auch halt Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich muss jetzt auf jeden Fall aufräumen. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.